Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben. Ja, ich begrüße euch zu diesem Video, in dem ich mit euch nochmal über ein paar Sachen sprechen möchte und die ich halt dementsprechend jetzt einfach nochmal weitergeben möchte. Und zwar geht es mir um Folgendes. Wir haben teilweise noch abgesperrte Bereiche, sei es durchs THW, sei es durchs Ordnungsamt oder andere städtische Institutionen. Achtet diese bitte auch. Diese Absperrungen sind nicht ohne Grund da. Und es ist so, dass die häufig gesetzt werden, zum Beispiel, weil trotz des zurückgegangenen Wassers an manchen Stellen noch Lebensgefahr besteht. Ich kann euch das auch gerade einmal kurz erklären, woher das kommt, woher das rührt. Zum einen gibt es Stellen, die unterspült sind, die also, ja, wo der Untergrund einfach nicht mehr tragfähig ist und dort ein Durchfahren oder Drüberlaufen in einem Erdloch, in einem Erdrutsch enden könnte. Ein weiterer Punkt, und das ist der, der durchaus gefährlicher ist, und gerade die das erste Video, was ich zu den Schäden Manfort-Schlebusch-Eigenrad gemacht habe, gesehen haben, werden dort an einigen Stellen sehen, dass zum einen so Erdrutsche da tatsächlich vorhanden waren und zum anderen das Wurzelwerk der Bäume ausgespült worden ist. Und diese Bäume können jederzeit umkippen. Und in einem gesperrten Bereich könnte es durchaus sein, dass dort einfach keine Hilfe kommt, weil es keiner feststellt, dass da ein Baum umgefallen ist, dass da vielleicht noch jemand drunter liegt. Dementsprechend einfach nochmal an dieser Stelle die Bitte an euch, haltet diese Absperrungen ein. Die sind, wie gesagt, nicht ohne Grund gesetzt und an manchen Stellen besteht tatsächlich noch Lebensgefahr. Genauso seid vorsichtig mit dem Schlamm. Der kann durchaus belastet sein. Also es könnte sein, dass Schadstoffe drin sind, in Form zum Beispiel von Reinigungsmitteln, von Öl, von Benzin, Kraftstoffen, die ausgelaufen sind, über natürlich auch Bakterien, Anhaftungen bzw. Fäkalien, weil durchaus aus manchen Kanälen die Fäkalien hochgespült worden sind. Auch darüber sollte man sich einfach im Klaren sein. Auch wenn das Wasser weg ist, heißt es nicht, dass die Gefahr vorbei ist. Das ist im Grunde genommen einfach die Botschaft, die ich jetzt in diesem Video nochmal rüberbringen wollte. An dieser Stelle erstmal nochmal vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit, die ihr meinem Kanal in den letzten Tagen gegeben habt. Gerade die Videos zu Schlebusch sind auffallend häufig aufgerufen worden. Für die, die hier meckern oder sonst was, Leute, ich bin kein Gaffer oder ähnliches, auch wenn vielleicht das eine Video so ein bisschen so rüberkam. Der erste Punkt ist, wenn ihr euch die Videos genauer anguckt, stellt ihr fest, dass ich hauptsächlich in dem Bereich Hammerweg, Dichand, Feinstraße unterwegs war. Eben weil ich genau in diesem Bereich geholfen habe. Und zum anderen, meine Lieben, ist es so, ich habe einen Presseausweis. Ich bin Pressevertreter. Ich bin als freier Journalist im Nebenerwerb tätig und dementsprechend auch für solche Sachen, ich bin einer der wenigen, der noch durchgelassen wird, wenn andere schon nicht mehr reinkommen. Eben aufgrund der Berichterstattung, die ich dann vor Ort mache. Natürlich hätte ich das Ganze auch in einer besseren Qualität liefern können. Da mache ich jetzt auch keinen Hehl draus. Aber ganz ehrlich, Leute, wenn man da stundenlang am Abpumpen ist, die ersten Sachen aus dem Wasserficht, die da auftauchen, da hat man auch nicht unbedingt die Lust und Laune dazu, nochmal nach Hause zu fahren, die große Kamera mit Stativ zu holen. Und ich bin in dem Moment einfach nur noch mit dem Handy durchgegangen und habe das ein oder andere einfach gefilmt. An dieser Stelle nochmal, es kommt morgen ein Video-Zusammenschnitt, wo ich nochmal ein Dankeschön an die Hilfskräfte richte. Würde mich freuen, wenn ihr euch das auch morgen anschaut und auch gerne nochmal teilt, weil eben doch viele Hilfskräfte aus den verschiedensten Bereichen hier bei uns in der Stadt aktiv sind und waren. Und ein kleines Dankeschön, und sei es nur in Anführungszeichen in Form eines Videos, finde ich, sollte dann schon auch einfach die Dankbarkeit unserer Stadt zeigen. In dem Sinne, meine Lieben, bedanke ich mich jetzt bei euch, wünsche euch einen schönen Tag, Nachmittag, Abend, je nachdem, wann ihr das Video seht. Und in dem Sinne, auch wenn das Wasser weg ist, bleibt vorsichtig, seid achtsam und wer kann,
auch gerne weiterhelfen, meine Lieben. Vielen Dank, bis zum nächsten, euer Mike.